Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist wieder der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp an meiner Seite. Den Kanal von Henry werde ich auch oben verlinken. Und heute haben wir ein ganz wichtiges Thema für diese Tage. Was ist denn die beste Ernährung für heiße Sommertage bzw. für heiße Tage? Also in meinen Augen oder aus meiner Erfahrung heraus sind es auf alle Fälle sehr wasserhaltige Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die fettarm sind und nicht zu konzentriert sind. Also war sehr wasserhaltig und zu konzentriert, das schließt sich ja eigentlich auch aus. Also ich habe schon verschiedene Ernährungsrichtungen probiert, vegetarisch, vegan, also auch mit Kochkost und konzentrierter Kost und die Rohkost. Und ich muss sagen, mit der Rohkost komme ich immer am besten durch den Sommer. Vor allem, wenn ich dann auch viel regional esse, also wasserhaltiges Gemüse, Gemüsefrüchte, Früchte und Salate. Das belastet am wenigsten eigentlich den Körper, das ist meine Erfahrung. Aber man muss auch gar nicht nur 100% Rohkost essen. Also es gibt ja auch ganz gerade, Henry, du warst heute auf dem Wochenmarkt, was gibt es denn schon an regionalem Gemüse, was man so dämpfen oder dünsten kann? Momentan gibt es schon Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Kartoffeln, Zucchini gab es auch schon, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, eigentlich die volle Bandbreite, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist zum Beispiel auch Gemüse, was man wunderbar dämpfen und dünsten kann. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Grillen, Backen und Braten, das sind eher so Zubereitungsmechanismen, die eher so wärmefördernd sind, so wärmefördernde Zubereitungen. Also wenn ihr Speisen erhitzen wollt, dann eben am besten dämpfen und dünsten. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel Sachen kocht oder auch backt, ja, und die dann für eine längere Zeit draußen stehen lässt, das heißt, dass das erstmal abkühlt, dann erhöht sich die Verdaulichkeit dieser Lebensmittel. Erstens, weil es kalt geworden ist schon und zweitens, weil da schon gewisse Mikroorganismen ihre Arbeit tun und dadurch wird es dann am Ende leichter verdaulich. Es gibt auch die Theorie da draußen, dass wenn man das zum Beispiel heute backt, kocht, was auch immer und dann erst am nächsten Tag verspeist, dass sich dann die Verdaulichkeit auch nochmal erhöht von diesen Lebensmitteln. Ja, also schwer verdauliche Lebensmittel, Fertigprodukte, Zubereitungen würde ich euch für heiße Tage nicht empfehlen. Eher so dieses, geht eher in die Richtung fettarm, sehr wasserhaltig und dann kommt ihr eigentlich auch gut durch die heißen Tage. Ich kann euch noch ein Beispiel von meinem 15-jährigen Sohn geben, der sagt mir jetzt sogar immer mal, Mama, du brauchst nicht immer zu kochen, mach mir am besten einen schönen großen Salat. Da ist eben verschiedene Salatsorten dabei, Tomaten, Gurken, ein bisschen Radieschen, Sprossen. Und dann ein Dressing oder eben auch, mein Sohn ist ja kein Veganer oder Rohköstler, isst gerade aktuell sehr gern Feta dazu. Also ein bisschen Feta in Salat und das kann dann am Abend auch gut sättigen. Dann müssen es dann nicht irgendwelche Nudeln oder Fertiggerichte oder schwer verdauliche Speisen sein. Das ist jetzt eine vegane Variante eines Salates, den mein Sohn jetzt essen möchte, ohne Feta. Ich habe zusammengemischt Eisbergsalat, ein bisschen Radicchio, dann selbstgezogenes Grünkraut aus Sonnenblumenkernen und Erbsen. Bisschen Gurke ist dabei, Radieschen, Tomate, dann habe ich noch Linsensprossen dazugegeben, noch angekeimte und getrocknete Sonnenblumenkerne und ein Dressing gemixt, das könnt ihr hier sehen, das muss er dann noch alles schön vermischen. Das ist ein Dressing aus Wasser, Mandelmus, geschälten Hanfsamen, bisschen Zitronensaft, eine Knoblauchzehe, gefrorene 8 Kräuter und etwas Salz. Henry und ich, wir haben ja schon ganz viele Videos zur schleimfreien Heilkost gemacht, zur schleimfreien, schleimarmen Heilkost. Die Playlist dazu verlinke ich auch oben in den Infokarten. Und das ist eigentlich auch die perfekte Ernährung für heiße Tage, weil sie ist wasserhaltig, fettarm, es kann aber auch Gemüse gedämpft oder gedünstet werden, je nachdem, ob man eben sich rohköstlich ernährt oder eben auch ein bisschen was Gekochtes integrieren möchte. Henry, wie sieht es bei dir aus? Mit welcher Ernährung kommst du gut oder mit welchen Lebensmitteln kommst du besonders gut durch die heißen Tage? Besonders gut komme ich durch die heißen Tage auf jeden Fall mit Gurkensaft. Ja? Also momentan die regionalen Gurken und das als Gurkensaft, das ist so mein absoluter Lieblingssaft für den Sommer. Und dann mache ich dort dann ab und zu noch entweder selbstgezogene Alfalfa-Sprossen mit rein oder halt eben frisch gepflückte Wildkräuter. Und ja, also momentan ist es so, dass ich ja nichts esse und dann bleibt es dann eben bei einem Gurkensaft oder Selleriesaft, je nachdem was verfügbar ist, oder ein grüner Saft, ja, auch mit regionaler Petersilie oder halt dann eben auch wieder Wildkräutern. Wenn ich esse, sieht es dann so aus, dass ich zuerst eine wasserhaltige Frucht esse, also meistens dann Wassermelone oder irgendeine Melone
Und dann danach eben noch geraspelte Gurke mit Kresse und anderen Sprossen dann manchmal noch. Und ab und zu noch ein bisschen Nussmus, aber nicht zu viel. Weil ich würde dann auch merken, wenn ich ein bisschen mehr Nussmus nehmen würde, dass das Fett dann schon wieder den Körper und den Organismus zu sehr belastet. Das merkt man dann einfach sofort im Sommer. Ich habe übrigens auch gelesen, dass man auch an heißen Tagen weniger Eiweiß zu sich nehmen soll, weil die Eiweißverdauung viel mehr Wärme erzeugt, als wenn man eben Kohlenhydrate isst oder Salate, Sprossen, Wildkräuter. Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Henry. Ich esse auch am Abend, wenn ich esse, eine wasserhaltige Frucht, beziehungsweise hatte ich jetzt auch einige Früchte aus Spanien mir bestellt. Das hatte ich auch, glaube ich, in einem Video schon gezeigt. Da bestelle ich bei einem kleinen Familienunternehmen in Andalusien eben dort regionale Früchte, Gemüsefrüchte und Gemüse und hatten jetzt letztens immer Aprikosen und Blattpfirsiche, auch Kiwi und Bananen. Und dann esse ich halt eine Frucht davon. Dann gibt es bei mir auch Gurken, Tomaten oder Salat. Ich esse mit meinem Sohn Salat zusammen. Er kriegt die Feta-Variante. Ich mache mir dann einfach ein Dressing dazu oder mache mir einfach einen ganz großen Teller mit verschiedenen Salaten, Gemüsefrüchten, Gemüse und dann Sprossen und Grün dazu. Also wir haben ja schon auch oft in Videos angesprochen, dass wir eher so die einfache Kost bevorzugen, dass wir höchstens mal Gourmet-Kost, also wirklich eine konzentriertere Kost, die auch fettiger ist oder fetthaltiger, dass wir das eher mal für Potlucks machen. Also ist auch in der Rohkost möglich. Rohkost heißt nicht unbedingt wasserhaltig und fettarm, höchstens wenn man die Lebensmittel einzeln isst. Aber es gibt eben mittlerweile in der Rohkost auch viele Zubereitungen, die zu konzentriert, zu fettig, zu süß oder zu würzig sind. Also für die heißen Tage empfehlen wir wirklich die leichte, eigentlich auch die Monokost. Versucht es einfach mal. Jetzt gibt es so viele regionale Früchte. Versucht einfach mal, entweder Gurkenmono zu essen, Tomaten. Wir haben hier zum Beispiel auf dem Wochenmarkt ganz tolle Ochsenherztomaten. Also wenn ich zwei, drei von diesen riesigen Tomaten esse und noch ein bisschen Rucola dazu, da bin ich wirklich satt. Und Sprossen dürfen bei mir auch nie fehlen. Ich kann euch dann auch noch mal ein ganz kleines Video einblenden, was bei mir gerade in der Küche wächst, also an Grünkraut und Sprossen. Und das ist immer eine ganz gute und wichtige Ergänzung zu den wasserhaltigen Lebensmitteln. Henry hat auch schon Wildgrün angesprochen, also regelmäßig Wildgrün integrieren, entweder pur essen oder sich einen wunderbaren Saft pressen. Zum Beispiel kann man sehr gut aus Brennnessel und Girsch einen Saft pressen. Zum Beispiel auch mit einer Gurke zusammen hat man einen wunderbaren, erfrischenden Saft. Das hier sind zum Beispiel wunderbare Lebensmittel für heiße Tage. Regionale Gurken, regionale Himbeeren und ganz tolle tiefrote Erdbeeren. Die hat Henry heute vom Wochenmarkt mitgebracht. Hier weiter hinten seht ihr dann meine Sprossen. Hier in diesem großen Glas befinden sich Alfalfa-Sprossen. Hier haben wir den Kresseigel mit Kresse. Dann hier noch zwei Sprossengläser. Links sind auch Alfalfa-Sprossen. Rechts sind Rotkleesprossen. Dann haben wir hier noch zwei Kressesiebe. Das ist Rosenklee. Und hier hinten wächst Grünkraut. Das ist Rettichgrünkraut. Das ist so ein schön leicht scharfes Rettichgrünkraut und kann man wunderbar für Salate verwenden. Ich bin gerade im Brennnesselparadies. Ganz viele große Brennnesseln. Mir auch schon ein paar Brennnessel gesammelt, diesmal mit einer Schere abgeschnitten, weil ich mir daraus einen wunderbaren Brennnesselsaft pressen möchte, den ich damit Wasser verdünne. Hier auf der anderen Seite geht es weiter. Riesige Brennnesselpflanzen. Und hier weiter vorn wächst auch noch eine ganz tolle regionale Wildpflanze, die ich auch sehr schätze. Hier wächst der Girsch. Auch schon mit Blüten und Samen. Und hier habe ich mir auch schon einige Girschpflanzen, also jüngere Girschpflanzen gepflückt, um mir einen Girschsaft zu pressen. Den verdünne ich dann auch meistens mit Wasser oder entsafte dazu eine Gurke. Ich finde immer, man kann das so ganz gut beschreiben. Die Ernährung im Sommer finde ich immer so wasserhaltig und mineralreich. Das sind eigentlich so, wo ich sage, das passt immer so ganz gut zusammen. Wenn bei euch jetzt da draußen kommt bestimmt die Frage auf, ja, wie ist es denn mit dem Natrium, wie ist es denn mit Salz und so weiter. Wir hatten auch schon mal ein Video gemacht über das Salz damals explizit, das war noch auf Sardinien gewesen, also schon ein paar Jahre her. Und da kann man dann eben sagen, es gibt auch Lebensmittel, wo Natrium enthalten ist. Das sind jetzt zum Beispiel auch die regionalen Tomaten, vollreife regionale Tomaten, die enthalten Natrium. Sellerie, wenn ihr den bekommt, die enthalten auch Natrium. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt natürlich auch noch die Option, Kokoswasser zu integrieren. Falls ihr da eine Quelle habt, wäre das auch noch eine wunderbare Möglichkeit, an Natrium und Elektrolyte heranzukommen. Aber ansonsten reichen auch definitiv die regionalen Lebensmittel aus und dann eben die Wildkräuter noch mit dazu oder halt auch selbstgezogene Alfalfa-Sprossen und dann deckt man auch schon sein Mineralspektrum,
perfekt ab. Für eine schöne Abkühlung fällt mir da gerade unser tolles Rohkosteis ein aus gefrorenen Bananen. Das hat sich ja, glaube ich, mittlerweile auch schon über die Rohkostkreise hinausgesprochen, dass man aus gefrorenen Bananen auch ein ganz, ganz tolles Eis mixen kann, wenn man einen guten Hochleistungsmixer hat. Es geht aber auch mit einem Entsafter, der einen Pürier-Einsatz hat, kann man einfach die gefrorenen Bananenstücke durchgeben und hat ein wunderbares, gesundes, industriezuckerfreies Eis. Das ist auch eine wunderbare Abkühlung an heißen Tagen. Krasser Pulver. Krasser Pulver. Ich habe auch schon mal so ein Eis gemixt mit Girsch, war auch sehr lecker. Und du, ach, du hast es schon mit krasser Pulver gemixt, ne, Ich Henrik? mache meistens oder ab und zu dann mal eben Banane mit Heidelbeeren und dann noch Grashalbpulver mit dran. Und noch ein Süßungsmittel, also dann eventuell noch ein paar Datteln. Und das ist lecker. Sehr, sehr lecker. Also das ist auch eine wunderbare Erfrischung für heiße Tage. Und Henry, was sagst du zu dem Thema Wasser trinken? Sollen wir jetzt ganz viel Wasser trinken oder welchen Tipp würdest du für die Zuschauer mitgeben? Ganz viel Wasser trinken, reines Wasser würde ich nicht empfehlen. Also vor allen Dingen nicht jetzt 4, 5, 6 Liter oder so. Es gibt Menschen, die sehr, sehr viel Wasser trinken. Das ist aber auf die Dauer gesehen auch nicht gut, weil dann kommt das Mineralienverhältnis im Körper durcheinander und dadurch können dann eben Probleme entstehen. Ja. Also trinkt nicht über euren Willen hinaus, würde ich jetzt mal so sagen. Hört da wirklich auch wieder auf euren Körper. Wenn der Körper Durst hat, dann gebt ihm was zu trinken. Wenn ihr keinen Durst mehr habt, hört auf und geht nicht über diese Grenze hinüber. Ja. Da bin ich dann auch wieder ein Freund vom Körpergefühl und das sollte man dabei dann auch einsetzen. Und speziell dann auch, wenn man Wasser trinkt oder auch vermehrt Wasser trinkt, können wir euch dann auch nur empfehlen, das gerade im Sommer auch eine schöne Möglichkeit, Kräutertees zu machen oder was ich bei Silke vor uns wieder gesehen habe, dass sie dann einfach Zitrone ins Wasser reinlegt über Nacht oder ein paar Kräuter da einlegt, dann hat man quasi so ein, also dass man quasi die Sachen im Wasser Das drin hat. Wasser ein bisschen aufpeppt, ne? Ja, So ein bisschen genau. aufwertet. Genau. Genau, aufwertet, Genau, sehr gut. das kann ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Da werde ich nochmal was einblenden und da zeige ich euch das, wie ich das Wasser dann sozusagen noch aufwerte. Oder dann halt eben wieder das Grashalbpulver, ne? Einfach so ein bisschen Grashalbpulver ins Wasser rein, dann sind die Mineralien da und der Körper kann das ganz anders verwerten. Das sind unsere beiden 1 Liter Wasserkrüge. Im linken Wasserkrug seht ihr Pfefferminz und Zitronenscheiben und im rechten Wasserkrug Zitronenmelisse und Gurke. Ihr könnt Wasser auch zum Beispiel mit Gurkenscheiben etwas aktivieren bzw. aufpeppen. Wir verwenden bevorzugt gefiltertes Wasser. Hier seht ihr unsere Osmoseanlage, die in relativ kurzer Zeit 2 Liter Wasser filtern kann. Die nutzen wir jetzt schon seit fast einem Jahr und sind damit sehr zufrieden. Wer sich auch für so eine Osmoseanlage interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und wenn ihr auch sowieso sehr wasserhaltig esst, also Gurken, Wassermelonen, Früchte, Gemüse, also Gemüsefrüchte, und wenig würzig esst, dann müsst ihr auch nicht so viel trinken. Das, weil ihr so viel Wasser dann eben über eure Nahrung mit aufnehmt. Und eins möchte ich auch noch sagen, wenn zu viel Wassermelone zum Beispiel gegessen wird, also jetzt mal hauptsächlich, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum, dann kann es auch passieren, dass sich ein Durstgefühl entwickelt. Ja? Das kann auch zwei Gründe haben. Entweder es ist die Entgiftung oder zweitens, durch zu viel Wassermelone essen, schießt man sich, fehlt dann irgendwann die Mineralien. Und da muss man dann einfach bloß wieder irgendeine Mineralienquelle hinzufügen, die wir jetzt schon vor uns angesprochen haben. Und dann verschwindet dieses Durstgefühl wieder und der Körper ist wieder in Balance. Also ich habe da einen sehr guten Tipp mit Wassermelone, das habe ich letztes Jahr zelebriert. Also eine Wassermelone genommen. Es gab sogar letztes Jahr bei uns aus Magdeburg, aus Sachsen-Anhalt, Wassermelonen. Die bevorzuge ich natürlich. Aber wir haben auch jetzt auf dem Wochenmarkt einen Stand aus Italien, Sizilien, ne? Ja, sie ziehen genau. Fantastische Wassermelonen, so ganz große mit schwarzen Kernen. Jedenfalls mein Tipp, ihr schneidet die Wassermelone einfach durch, also halbiert sie dann und dann schön Grashalbpulver drüber streuen und essen. Wenn ihr das Ganze lieber entsaftet haben möchtet, dann entsaftet einfach Wassermelone und mixt das ganz kurz mit dem Grashalbpulver. Also so ein geniales Getränk, also so eine gute Mischung. Und dann hat man eben gleich im Grashalbpulver auch die Mineralstoffe mit dabei. Wenn ihr Wassermelone mit Grashalbpulver mischt, gerade in einem Saft, dann gewährleistet ihr auch, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark anschlägt, sondern relativ harmonisch bleibt. Wenn ihr natürlich Wassermelonensaft pur trinkt, dann kann es sein, dass der Blutzuckerspiegel ziemlich in die Höhe schießt, weil ja die Ballaststoffe fehlen, beziehungsweise grün, was das Ganze ein bisschen harmonisiert. Wenn ihr Wassermelone so esst, dann geht der Blutzuckerspiegel auch nicht so schnell hoch, weil ihr dann auch die Ballaststoffe mit in der Wassermelone enthalten habt. Aber der pure Saft lieber mit ein bisschen grün mixen, ist auch eine wunderbare Erfrischung an heißen Tagen.
So, ihr Lieben, ich habe mir gerade ein Wasser mit Grassaftpulver gemischt. Ich habe dieses Zitronenmelisse-Zitronenwasser genommen und ich muss sagen, die Kombination schmeckt wunderbar. Da kommt so eine leicht zitronige Note durch. Und hier habe ich euch noch was vorbereitet. Der Henry, der hat schon mal hier so eine kleine Wassermelone durchgeschnitten und ich habe da so ein bisschen Grassaftpulver drüber gegeben. Diese Kombination habe ich im letzten Jahr sehr oft gegessen. Also, ich löffel dann einfach die Melone aus und gebe dann auch noch ein bisschen Pulver darüber, wenn das ganze Pulver dann einfach schon aufgebraucht ist. Also ich finde, das ist eine sehr gute Kombination und wie auch schon erwähnt, als Saft. Und hier zeige ich euch auch noch mal die beiden Zutaten, aus denen der Henry jetzt einen grünen Saft pressen wird. Das ist ganz viel Gurke, regionale Gurke und hier sind ganz viel Alfalfasprossen. Und Henry entsafte das mit dem Henry, Angeljuicer! dem besten Entsafter der Welt. Komplett aus Edelstahl. Wie lange nutzen wir den jetzt schon? 2 Jahre? Schon, ich glaube, Oh, zwei 3 Jahre? Jahre. Schon über zwei Im Jahre auf jeden Februar hast Fall. du den gekauft. Ich habe ja dann gleich meinen Entsafter weitergegeben. Der war zwar auch okay, der Omega-Juicer 8226, aber wenn man einmal mit dem Angel-Juicer entsaftet hat, gerade wenn man grüne Säfte, Sprossen, Wildkräuter, Stangsellerie, Gurke, Endiviensalat. Ich habe ja auch ein Vorstellungsvideo zum Angel-Juicer gemacht. Das kann ich auch mal oben in den Infokarten verlinken. Wer sich für diesen tollen Entsafter interessiert, der findet unter diesem Video einen Link, beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar. Wie erwähnt, ich habe das Vorstellungsvideo auch oben verlinkt und ich werde unten auch nochmal meinen Blogartikel über den Angel Chooser verlinken. Übrigens gibt es ab heute für eine Woche lang, also für 7 Tage, 8% Rabatt auf den Angel Chooser. Mehr Informationen dazu findet ihr auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Hier seht ihr frisch gepressten Melonsaft. Das sind, naja, so 700 Milliliter, ne? 750. 750, okay. Und darauf gebe ich jetzt mindestens einen gehäuften Esslöffel von diesem Grassaftpulver. Und dann schüttle ich einfach und dann habe ich ein perfektes Getränk für unterwegs. Aus Rot macht Grün. So sieht der grüne Saft jetzt aus, der Melonsaft. Ich habe dann doch zwei gehäufte Esslöffel Grassaftpulver genommen auf die 750 Milliliter Wasser. Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer. Genießt die schönen Tage da draußen, genießt die Sonne, genießt die Natur und habt einfach eine wundervolle Zeit. Ihr Lieben, das wünsche ich euch auch. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen in diesem Video gefallen. Hinterlasst uns gerne eure Gedanken und Meinungen unter diesem Video. Wie handhabt ihr das an heißen Tagen? Was sind eure bevorzugten Lebensmittel oder Getränke? Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis ganz bald.